Nürnberg gegen Duisburg. Der zweite gegen den vierten. Oder auch 9-mal in Folge ungeschlagen gegen 7 Spiele ohne Niederlage. Dem einen oder anderen dürfte das Ergebnis aus dem Hinspiel noch im Gedächtnis sein. Und nach 20 Minuten fühlte man sich etwas daran erinnert. Denn schnell lag man gegen dominante Nürnberger gleich doppelt zurück. Die umfunktionierte Viererkette der Zebras wirkte da noch nicht ganz sattelfest. Ich kann einfach sagen, dass irgendwie das ist nicht unsere Jahr gegen den Club. Nürnberg enorm effizient, muss ich ehrlich sagen, glaube ich, auch mit 4 Chancen 3 Tore erzielt. Und das ist auch diese individuelle Qualität, wo wenige Mannschaften in die Liga haben. Wir haben einen ganz anderen Matchplan gehabt, dass wir auch gut stehen in die Defensive, dass wir auch nach vorne durch Konter kommen können, dass wir haben auch erwartet, dass der Club viel Ballbesitz und dominant spielen wird. Doch das ist der Unterschied zwischen dem MSV vor etwa 5 Monaten und dem heutigen. Trotz des Rückstands zeigten die Zebras nach dem Anschlusstreffer von Moritz Stoppelkamp eine couragierte zweite Halbzeit. Etwas mehr Präzision vor dem Tor, dann wäre vermutlich mehr drin gewesen. Doch so war es dann doch der Club, der den entscheidenden Punch setzte. Normalerweise, wenn du nicht Moral hast, wenn du dich nicht zutraust, wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann kannst du hier richtig untergehen. Ne? Das ist der Unterschied zwischen Heimspiel gegen Nürnberg und heute. Wir haben auch damals sehr mutig gespielt, aber nicht so kontrolliert, wie wir heute gemacht haben. Ich denke, auch meine Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen. Wir sind jetzt auf Tabellenplatz 6 und wir haben auch schwere Spiele vor uns und wir wollen auch so schnell wie möglich 40 Punkte haben. Nach 7 ungeschlagenen Spielen ist also erstmal Schluss für die Zebras. Doch gegen einen Aufstiegsaspiranten hat sich die Truppe von Ilja Grujew dennoch teuer verkauft. Fußball trifft Kultur. Unter diesem Motto läuft das Patenschaftsprojekt der Bundesliga-Stiftung und der Gesellschaft der Frankfurter Buchmesse Littkamm. Für den Standort Duisburg setzt sich niemand Geringeres als unser MSV-Offensivmann Ahmed Engin ein. Er übernimmt die Patenschaft für das Projekt an der Herbert-Grillo-Gesamtschule in Marxloh. Integration ist natürlich eine sehr wichtige Rolle. Ich habe denselben Weg durchgemacht. Ich bin natürlich in Deutschland geboren, aber meine Eltern kommen aus der Türkei und die Jungs, ich glaube, die meisten sind auch hier Türken und deswegen kann ich mich auch in beiden Sprachen auch mit denen unterhalten. Deswegen habe ich mich auch für die Patenschaft entschieden. Engin übernimmt die Patenschaft für 8- bis 13-jährige Kinder mit Lernschwäche. Das Programm für die Kids sieht ganz speziell aus. Ja, das ist ein Projekt, was vor 3 Jahren jetzt, glaube ich, ja, 3 Jahren hier gestartet hat, vorher schon an anderen Bundesliga-Standorten war. Wir haben jetzt die zweite Gruppe bekommen, 24 Kinder, in ja, 2 Mannschaften quasi geteilt. Eine Hälfte ist bei der Azize, die den Deutschpart macht, die andere Hälfte ist bei mir. 45 Minuten, schneller Wechsel, die eine Gruppe rennt rüber in die Klasse, die andere Gruppe rennt rüber zu uns. Ja, wir wollen den Kindern natürlich jetzt hier eher Spaß vermitteln, wobei ich schon sagen muss, dass die Kinder sehr viel um den Fußball rumgelernt haben. Respekt, Teamplay, das ist schon ja, sehr, sehr wichtige Attribute, die vorher vielleicht nicht unbedingt geherrscht haben. Und da konnten wir denen viel mitgeben, außer der fußballischen ja, Leistung, die jetzt hier nicht ganz so viel zählt. Doch für die Kinder selber ist das Fußballspielen das Wichtigste. Doch um eine Karriere wie Ahmed Engin einzuschlagen, dürfen die Kinder die Schule nicht vernachlässigen. Die schulische Bildung geht auf jeden Fall vor. Die Jungs müssen erstmal eine vernünftige Ausbildung haben. Und eine Fußballkarriere geht halt nicht bis 60, da wo man halt Rentner wird. Und man ist mit, sag ich mal, mit 33, mit 34 ist halt Schicht im Schacht. Und da muss man gucken, dass man mit der schulischen Ausbildung, die man vorher hatte, nach der Karriere was anzufangen. Und deswegen geht die Karriere, die schulische Bildung auf jeden Fall vor. Und den empfehlenden Jungs habe ich schon gerade mit einigen darüber gesprochen, dass ich in der Schule reinbeißen soll und dann Fußball halt natürlich im zweiten Schritt. Für die Kinder war der Besuch vom MSV-Spieler ein tolles Erlebnis. So nah kommt man einem Bundesligaspieler wohl selten. Es sei denn, man schlägt denselben Weg ein wie Engin. Doch dazu gehören ein paar Faktoren. Also, ich sag mal, ohne Fleiß kein Preis. Die Jungs müssen auf jeden Fall sehr, sehr viel arbeiten. Ist ja kein Geschäft, wo man jetzt jeder einsteigen kann. In der Schule, klar, wenn man lernt, kann man immer was erreichen. Aber Fußball ist Talent sehr wichtig. Und wenn man halt arbeitet, kann man auch sehr viel erreichen.
Das würde ich den Jungs auf jeden Fall raten, dass sie sehr, sehr viel an sich selber arbeiten. Und für den Fall, dass aus der Fußballkarriere doch nichts wird, dafür setzt sich das Projekt Fußball trifft Kultur ein, um die Kinder perfekt aufs Leben vorzubereiten.